Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dirt 4 hier zur Karriere und ja, wir machen auch direkt weiter mit den Stadium Buggies oder besser gesagt mit den Stadium Rage Buggies oder Rage Buggies. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Ich denke mal, jeder, der die letzte Folge gesehen hat, vor allem das Ende, weiß warum. Gucken wir mal, ob es heute ein bisschen gechillter zur Sache geht. Wir machen weiter. Wir gehen nach Kalifornien, USA. Wir bleiben in den USA, besser gesagt. Und ja, dann gucken wir doch mal, wie der Hase hier so läuft. Auf dem sandigen Track. Ich muss auch sagen, die Tuning-Einstellung, die ich das letzte Mal gewählt habe am Ende, die war gar nicht so schlecht. Ich habe sie, glaube ich, nur leider nicht mehr im Kopf. Deswegen sollte ich sie mal speichern. Generell schadet es ja nicht, sowas mal abzuspeichern, kann dann auf dem wiederum aufbauen. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, warum fährst du nicht einfach mal Standard, um zu wissen, wie das Ding überhaupt Standard funktioniert? Gute Idee, das werde ich jetzt, glaube ich, auch machen. Ich werde das erste Rennen tatsächlich mal versuchen, mit einem Standard-Setup zu fahren und dann versuchen, das, was ich das letzte Mal gemacht habe, umzusetzen. Und dann kann man da erst einen Vergleich ziehen. So, ja, wie das Ganze abläuft, wissen wir schon. Die Sponsorenziele werden ähnlich sein wie das letzte Mal. Ja, und ich habe vergessen, meinen Namen zu ändern, wie ich es letztes Mal versprochen habe. Egal. Ja, Fahrzeugtune, da dürfte jetzt alles wieder Standard sein, eigentlich. So ist es auch. Ja, dann gucken wir mal, ob ich mit dem Standard-Setup dann zurechtkomme. Wir probieren es einfach mal aus. Wir starten direkt. Und ich hoffe, okay, ich werde nicht allzu sehr hart angegangen. Versuch heute einen guten Start hinzulegen. Okay. Dann probieren wir das doch mal. Die Ampel ist rot. Oh je. Außen. So, ich hab so Schiss jetzt vorm Bremsen, wenn ich ehrlich bin. Aber das ging jetzt über ein... Wow, was sind das für krasse Wellen, Alter? Huiuiui. Innen und außen höre ich nicht gern. Am besten höre ich sehr weit weg. Wo geht's denn hier lang? Ja. Auto, oh. Yo, das kam ein bisschen zu spät, die Ansage. Yo, yo! Ja, ich muss mich zusammenreißen, wenn die mich fast in ah. Ja, es geht genauso weiter wie letzte Folge, aber ey, ganz ehrlich, warum sind die so aggressiv? Ich kann auch gar nichts dagegen machen. Das ist doch kacke, sowas. Also das werden wir wieder wahrscheinlich nicht schaffen, ins Finale zu kommen. Wenn die so in mich reinklopfen. Yo. Nicht ablenken und konzentrier dich. Ach, diese Open Wheel ist doch kacke. Warum fährt man sowas mit Open Wheeler? Aber ich muss sagen, mit dem Standard-Setup fährt sich's gar nicht. Fährt sich's gar nicht so schlecht mit dem Standard-Setup. Ich glaube, ich hätte echt nichts groß ändern sollen. Vielleicht liegt es aber auch an der Strecke, ich weiß es nicht. Die Untergründe sind ja auch zum Teil ein bisschen unterschiedlich. Ich sehe halt gar nicht. Jo, ich sehe nur, dass einer auf einmal vor mir quer fährt. Ich bin mega weit hinten. Das ist doch blöd. Alter! Ey, die verarschen mich, oder? Jo! Tut mir leid, dass ich hier erneut den einen Neustart, den ich mir schenke, gebe. Aber das kann's doch echt nicht sein, dass die so aggressiv einen die ganze Zeit ins Aus befördern. Das kotzt mich echt ein bisschen an. Bereit. Los, los, los. Jetzt crash ich halt mal ein bisschen. Auch wenn die Sponsoren das nicht sehen wollen, ist mir das jetzt gerade scheißegal. Oh, das war der falsche. Ich dab hab. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich wollte eigentlich hochschalten, also Shortshiften, hab runtergeschalten und dann habe ich mich erst recht weggedreht. Das war so dumm. Ja. Machen wir weiter. Na los. Ich habe keine Lust mehr. Jetzt habe ich erst recht verkackt. Guck mal, wo ich bin.
Wie kann ich mich zurücksetzen lassen? Gar nicht. Geil. Ich muss jetzt hier irgendwie den Ausgang wieder finden, oder was? Ach Gott. Ah, da kann ich... Hä, auf was ist 7? Nee, das ist nicht... Was ist 7? Das ist 7, okay. Mann, echt, ey. Na ja, egal. Boah, wie schnell die Laune im Keller sein kann, zeigt die Folge. Aber es ist echt bemerkenswert. Wer erinnert sich noch an gewisse Folgen, als ich mal gemeint habe? Es geht immer so 3, 4, 5 Folgen bei mir, bis ich in einem Rennspiel einen Rage-Moment habe. Es ist immer so. Immer. Und es ist auch hier wieder so. Ist der Wahnsinn. Aber guck mal, wie gut und geschmeidig das läuft. Also das mit dem Setup hätte ich echt nicht machen müssen, aber... Du hast in dieser Runde 2 Sekunden verloren. Gas. Gas. Halt's Maul. Zwei Sekunden verloren, ey. Ich habe eigentlich gar keinen Fehler gemacht. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich habe sowieso keine Schnitte mehr. Das ist die letzte Runde. Aber es läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen, auch wenn ich anscheinend von der Rundenzeit richtig scheiße langsam bin. Wenn man das so hört. Oh ja, ich bin mit Abstand jetzt letzter. Aber dass die so aggressiv sein müssen und einen so mega abcrashen, ich kann da auch gar nichts dagegen machen. Gerade bei so einem Open Wheeler, wenn du in der Luft bist, bist du in der Luft, ne? 8. Platz. Ja, geil. Gut. Konzentrieren wir uns auf das nächste Event. Ja, eben. Boah. Ja, das will ich jetzt mal gucken, was fahren die denn für Rundenzeiten? 30er Rundenzeiten, ey, leck mich am Arsch. Ja, da hatte ich halt keine Schnitte. Okay, dann muss ich noch ein bisschen schneller werden, ein bisschen mehr riskieren vielleicht noch. So, was wir jetzt aber machen können, ist tatsächlich erstmal das Fahrzeug reparieren. Was? Nein, hier, inspizieren will ich. Und, so, das machen wir mal. Ja, doch am Setup noch mal ein bisschen was machen. Und zwar halt eben, was die Bremsen betrifft. Einmal ein bisschen nach vorne das legen. Und ein bisschen reduzieren. Das können wir ja mal speichern. Und da kann man es auch umbenennen. Danke. Ich nenne es mal Bremsbalance. SCD. Brems. Brem. Tut mir leid. Ist gerade echt schwierig, die Tastatur richtig zu treffen. Bremsbalance. So wollte ich das haben. Wir sind. Ja. Hä? Ist er jetzt doof oder was? So, jetzt. Ja. Und jetzt an Rennen teilnehmen. Ja, geil. Jetzt müssen wir richtig ja, das ist echt... Ich weiß auch nicht, warum die so aggressiv sind. Also sowas kotzt mich halt mega an, sowas. Ich bin halt eher so der faire Fahrer. Oh, sagte er. Ich meine, klar, dass es ein bisschen ruppig zugeht bei sowas, ist mir schon klar. Aber so... Los. So ruppig muss doch auch nicht sein. Außen. Ich muss einfach so schnell sein, dass ich direkt den wegfahre. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. So.
So, diese Wellen sind halt echt eine fiese Sache. Aber ich groove mich schon ein bisschen ein, aber diese Berührung bringt mich halt mega raus aus dem Fahren. Wenn ich die jetzt irgendwie vermeiden kann, wäre ich sehr zufrieden mit mir selber. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde eine Sekunde aufgeholt. Nein, was mache ich? Ich drehe mich weg. Wieso mache ich jetzt einen Fahrfehler? Ich bringe mich... Komm, schalt doch um. Das war so unnötig wie noch was jetzt. Bin ich wieder letzter. Nice. Auto außen. Also ich habe da echt noch meine Probleme. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich hier so rumquäggel wie so ein kleines Kind. Du hast in dieser Runde etliche Plätze verloren. Auto innen. Na bleib mal diesen Reifenstamm hängen, das gibt's doch nicht. Dein rechter Hinterreifen ist beschädigt. Nice. Kann ich hier nochmal neu starten? Nein, kann ich natürlich nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt ist erst recht vorbei. Jetzt wären wir auch hier letzter. Warum? Ich hab so gut angefangen und dann... Mache ich so eine Kacke hier. Das gibt's so echt nicht. Letzte Runde, darf auch nicht so viel zurückschalten. Das ist das große Manko, dass ich beim Anbremsen zu viel zurückschalte, zu viel versucht mit einer Motorbremse zu machen. Das ist hier sowas von unnötig. Sondern eher dann zurückschalten, wenn ich am Scheitelpunkt hängen bleibe. Oh Mann. Können wir die Folge heute einfach streichen? Ja, die ist nie erschienen. Können wir das so machen? Ich stell mich auch an wie so ein... Ja, egal. Boah. Dein rechter Hinterreifen ist komplett abgefahren. In Ordnung, schieß damit ab und mach weiter. Ja, es wird schwierig, das zu verdrängen, vor allem wenn es öffentlich auf YouTube landet. Ja, Meisterschaft sind wir richtig abgekackt jetzt. Wir sind Zweitletzter, Mann. Das gibt's doch nicht. Oh, es ist traurig. Es ist echt traurig. Ja, ein Ziel haben wir erreicht. Schnellste Rennrunde. Wir haben einmal eine schnellste... Ja, egal, ich sag dazu jetzt nichts. Ja, bringt alles nichts, wenn man es nicht konstant hinkriegt. Ja, letzte Station nochmal Kalifornien. Nochmal zwei Rennen. Ach, das ist doch echt... Diesmal eine andere Variante. Muss mich auch erstmal wieder angucken. Kann man eigentlich eine Trainingsrunde machen? Ich glaube, das mache ich nämlich mal. Das würde hier schon echt Sinn machen. Mal ein bisschen wissen, wie das Ganze der Hase hier so läuft. Ich glaube, das kann man nämlich. Und das hätte ich auch machen sollen. Dass ihr echt so Probleme habt, hätte ich nicht gedacht. Doof, doof, doof. Immerhin ist der Soundtrack gut. Immerhin etwas, was motiviert. Ja, aller Anfang ist natürlich wieder mal ein bisschen schwer. So. Ja, das überspringen wir mal. Training können wir machen. Fahrzeugtune machen wir auch. Ich lade es gleich mal von gerade eben. Das fand ich ganz gut. Ja. Und wir machen mal auf jeden Fall Training. Die Sicht Rot, möchte ich eigentlich nicht. Bereit. Los, los, los. Gucken wir mal an. Ja. Wie die Strecke hier so verläuft. Uah. Okay, und dann geht es jetzt hier direkt so rum wahrscheinlich, ja. Oh Gott, ich glaube, die Strecke sind die Strecke, die wir in der PS4-Version schon gefahren sind mit den Trucks, mit den Allrad-Trucks. Also sie ist relativ schnell, die Strecke. Oh Gott, das wird aber mega die Crashes geben, das kann ich jetzt schon sagen.
Und ich darf echt nicht so viel runterschalten. Das ist mein größtes Problem, glaube ich. Also schon wieder. Das hat das Auto so instabil gemacht. Also eher anbremsen, dann runterschalten und dann irgendwie, ja, gucken, was das Fahrzeug macht und entsprechend lieber ein bisschen untertourig werden und dann entsprechend beim Rausbeschleunigung regulieren. Macht einfach, glaube ich, mehr Sinn. Genau, die sich nehmen. Das ist so, ich lasse es gleich wieder weg. Das ist so verwirrend. Das Lenkrad macht einfach nicht das, was ich mache. Also nicht direkt. Das hängt auch voll hinterher. Das lenkt dann doch, finde ich, sehr ab. Vor allem, es macht die Bewegung viel extremer. Also der Lenkwinkel mag zwar irgendwo stimmen, aber so extrem mache ich die Bewegung auch nicht. Ich mache die eigentlich viel smoother. Ja? Und es lenkt extrem ab. Also es tut mir echt leid. Ich muss echt gucken, ob ich, es wurde auch vorgeschlagen, ob ich eine Wheelcam oder sowas mache. Ich muss gucken, ich habe einfach keine Kamera eigentlich, mit der ich das machen könnte. Ich habe zwar eine Webcam, aber wie will ich denn die aufstellen, dass sie auf die Kamera zeigt? Also ich kann die Webcam auf mein Gesicht richten, aber nicht auf das Lenkrad. Also nicht so, dass ihr das so seht, wie ich es sehe. Deswegen, ja, da muss ich mir echt irgendwas einfallen lassen. Problem ist sowieso, ich habe gerade keinen USB-Slot mehr frei für die Webcam. Also das heißt, selbst das würde wahrscheinlich auch nicht gehen. Mal gucken, wie ich das löse. Aber das, also wenn ich so für mich fahre, habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut läuft. Ja, aber das habe ich vorher auch gesagt, dann habe ich das Auto weggeschmissen und damit dann das ganze Rennen und nicht noch einen Platten am Ende. Aber es ist schon echt harte Arbeit am Lenkrad, die ganze Zeit hier rumzukurbeln. Das ist die letzte Runde. Ja, komm, die letzte Runde ziehen wir jetzt auch noch durch hier beim Training. Dann hoffen wir mal, dass wir im Rennen dann gleich irgendwie mal was Gutes reißen können. Und so vielleicht noch ein paar Punkte mitnehmen. Aber ich meine, Meister werden wir sowieso nicht mehr. Und ja, guckt euch das mal an. Und schon, was alles wieder für ein Arsch. Und sowas im Rennen passiert, hast du eigentlich schon verloren. Weil, ja, Leistungsdichte, sagen wir mal, viel zu eng ist. Also das wird eine heiße Nummer. Ich rechne mal wieder mit dem Schlimmsten. Bei den Rage-Buggies. Vielleicht auch einfach nicht meine Disziplin, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kann ich auch einfach gar nichts in dem Spiel. Man weiß es nicht, man munkelt. Vielleicht gehöre ich einfach auf eine Rundstrecke, so, also auf eine Glück asphaltierte Rundstrecke. Und nicht in irgendeinen Rallye-Offroad-Spaß. Man weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Wir stehen auf jeden Fall ganz außen. Los! Los! Oh, jetzt geht's auch noch hier so lang. So. Das klingt nicht gut. Habe ich jetzt schon was kaputt oder was? Das gibt's doch nicht. Naja, anscheinend ist schon irgendwas kaputt. Jo, hatte ich gerade nochmal Glück. Geht ja wieder gut los. Dass irgendwas kaputt ist. Jo, Junge! Lass dich nicht ablenken und konzentrieren. Ja, lass dich nicht ablenken wieder! Auto, ich hab mich komplett tot crashed, Junge! Was bist du für ein Spotter, Runde, Mann? Gib weiter Gas. Ich
halte mich irgendwie gerade noch vorne, aber wenn die mich weiter so wieder so hart angeht, ey, das nervt mega. Was ist denn das? Also vom Fahrverhalten merke ich jetzt nicht, dass es irgendwas kaputt ist oder so. Aber da schleift doch irgendwas, das hört man doch. Jo, jetzt bin ich auf jeden Fall irgendwo... Wow, Alter, ja, übertreibt noch mehr. Letzte Runde, greif weiter an. Komm, zieh. Nein, jetzt zieht er noch vorbei. Das gibt's doch nicht. Ein gutes Ergebnis. Zweiter Platz. Ah, zieht er noch vorbei, aber immerhin mal weiter geschafft. Aber diese letzte Kurve, ich weiß nicht, da nehmen die viel mehr Speed mit. Egal. Truckosaurier. Guck mal, wie viele Mexikaner da mitfahren. Das ist wohl denen ihre Königsdisziplin, im Dreck rumwälzen, ja. Ja, also ich bin noch nicht so voll dabei. Naja, aber ich hoffe, es unterhält euch trotzdem. Ich hoffe es zumindest mal. Streng dich heute an. Zeig, was du kannst. Ja, es liegt leider nicht in meiner Hand, ja. Nicht immer. Bereit. Nur zu 50%. Los. Oh, Start verpasst leider. Außen. Boah, ich hab schon gedacht, ich bleib mir im inneren Rad hängen. Oh, der Absprung war scheiße. Das hat richtig Zeit und Traktion gekostet. Und das hat auch richtig Speed gekostet. Aber ich soll nicht so viel in den Rückspiegel gucken. Ich fahre jetzt einfach mal meinen Stiefel. Gucken wir mal, was geht. Es dreht mich weg. Es gibt sich. Komm, gib Gas. Komm. Also, diese Bodenwellen da in dieser letzten schnellen Kurve, ey. Du hast in dieser Runde 15. verloren. Das haut mir das Auto echt regelrecht weg. Ich weiß noch nicht, wie ich da am schnellsten drüber komme. Diese KI-Gegner kriegen es auf jeden Fall deutlich besser hin als meine eins. Wenn ich die noch hinkriegen würde, diese letzte Kurve, dann könnte ich hier auch wirklich was reißen. Aber leider. Habe ich da so ein bisschen meine Probleme, entsprechend schnell durchzukommen. Ich glaube, das war mal ein bisschen besser. Gut gemacht. Du hast in dieser Runde 1,5 Sekunden aufgeholt. Oh, 1,5 Sekunden ist geil. Das klingt gut. So. Ich glaube, das ist jetzt wieder scheiße gewesen, ja. Das war vorher besser. Also ein bisschen weiter von weiter außen anfahren, einfach durch. Letzte Runde. Mach schmeißen. Klar. Macht, glaube ich, mehr Sinn hier. Es ist echt eine mega Übungs- und eine Gefühlssache. Streckenkenntnis hilft natürlich auch. Wenn wir nicht drüber reden. Und wenn man nicht abgeschossen wird, hilft es natürlich auch extrem. Komme ich wieder zu weit raus. Also die letzte Kurve, die ist echt mit diesen Bodenwellen, ist echt heftig. Ja, ich muss ein bisschen spitzer drauf zufahren oder das gerade drauf zufahren. Platz. Aber naja. Wir haben gewonnen. Ja, glaubt's auch sowas, ey. Es bringt uns alles trotzdem nichts. In der Meisterschaft sind wir jetzt dadurch trotzdem nur Sechster.
Aber guck, wie viel mehr noch aufgeholt haben. Leck mich am Arsch. Ja, da müssen wir das auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Das ist sicher. Aber es macht Mut auf mehr. Ich bin ein bisschen besser reingekommen. Wir haben hier immerhin mal den ersten Platz mitgenommen. Und ich glaube, wir kriegen auch ein paar Sponsorenziele, dürften wir jetzt auch erreicht haben. Vielleicht sogar auch alle, oder? Könnte gut sein. Jawohl, alle Sponsorenziele. Nice. So habe ich das gerne. Kriegen wir auch gut Credits dann rein noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen die Meisterschaft gerettet am Ende mit dem letzten Lauf. Aber ja, hätte besser sein können. Wir haben ja auf jeden Fall freigeschaltet die P2-Lizenz, Stadium Pro 2 und den Jackson Pro Truck RVD. So, ja, leider nur Sechster, wie schon gesagt. Leider, leider, da muss noch ein bisschen mehr gehen. Aber, ja, jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir uns ja ein Fahrzeug gönnen. Ich würde ganz gerne die Crosscards tatsächlich trotzdem mal angehen, auch wenn die nicht unbedingt mein Favorite sind. Ah, ich habe eine neue Nachricht im Übrigen, sehe ich gerade. Kann man gerade mal gucken. Team Dirt, wenn du gerne ein Tabirel hättest, wieso probierst du dann nicht eine der Herausforderungen im Spritzermodus? Ah, da habe ich jetzt gerade keinen Bock zu. Wir haben das Fahrzeug geschenkt bekommen, weil ich sehe gerade, wir haben einen in der Garage stehen. Das ist ja geil. Okay, wir haben, können wir gerade mal schnell gucken, in der Garage. Mein Team. Ah, ne, warte, das ist hier Fahrzeuge, Garage. Okay, das ist ja geil. Können wir das auch lackieren? Wieder Teamlackierung. Sieht irgendwie komisch aus mit der Teamlackierung. Wäre cool, wenn man auch mehrere Teamlackierungen machen könnte. Ja, das heißt, wir haben den freigeschaltet. Das heißt, wir müssen auch gar keinen kaufen. Das ist natürlich geil. Das heißt, wir können eigentlich direkt nächstes Mal direkt es angehen, würde ich mal sagen. Wir können den auch verkaufen, machen wir jetzt aber nicht. 700 PS AMD, das ist echt heftig. Also, ob ich die gemeistert bekomme, weiß ich nicht. Aber das können wir jetzt eigentlich gerade noch schnell machen. Am Ende dieser Folge machen wir mal einen kleinen Ausblick. Also, ich würde ganz gern hier erstmal bleiben bei Land Rush, weil ich finde, da kommt man, glaube ich, relativ schnell durch, wenn ich das richtig sehe. Wir haben quasi das hier noch und dann kommen wahrscheinlich die Allrad-Trucks noch und dann sind wir da schon durch und das würde ich ganz gern durchziehen. Ich weiß, viele von euch würden gerne auch was anderes erstmal sehen, aber ich glaube, das kriegen wir schon durch und ich finde, es hilft tatsächlich ein bisschen mehr Gefühl für sowas zu bekommen. Aber wie auch immer, mir würde ich jetzt sagen, machen wir einfach mal kurz ein freies Spiel. Dann machen wir mal kurz Land Rush und dann nehmen wir mal kurz unseren Truck und machen mal eine ganz kurze Tappe vielleicht mal hier Barsha, machen wir mal kurz. Ups, naja, das war schon gut so. Nehmen wir einen großen Kurs. Disziplinoption, machen wir mal kurz. Achso, das geht aber zu lang, wenn ich das jetzt noch so. Machen wir mal nur 3 Runden. Ob das gut geht, weiß ich natürlich nicht. Oder warte mal, können wir nicht einfach auch einfach so rumfahren? Aber ich glaube, in der Dirt Akademie, da haben wir halt nur. Das Gelände hier. Egal, trotzdem mal das Fahrzeug kennenlernen, auch wenn es jetzt hier komplett andere Bedingungen sind. Aber einfach mal auschecken, was dieses 700 PS Heck angetriebene Monster denn so leistet. Wie sich so fährt vor allem auch. Bin ich mal echt gerade gespannt. So. Dum, dum, dum. So. Gucken wir uns das Fahrzeug erstmal an. Achso, ich kann es gar nicht angucken. Ich habe das ja in den Einstellungen so eingestellt, dass man es gar nicht von außen angucken kann. Okay, das ist auf jeden Fall ein Monster. So viel ist schon mal sicher. Wir haben nur 3 Gänge an dem Ding. Also nochmal einen Gang weniger, wie gerade eben. Uah. Und das Ding ist halt schon ein fetter Klotz. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall richtig zur Sache gehen, was Berührung und so angeht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir... Upsala. Dass wir... Uah, ein bisschen zu viel Gas jetzt. Ich gehe stark davon aus... Wow, Alter, der hat so viel Power, dass ich nicht mal mehr vom Fleck komme. Obwohl ich eigentlich sehr relativ gefühlvoll Gas gebe. So, jetzt, ja. Also da wird es auf jeden Fall Kontaktsport geben, aber wir sind ja immerhin kein Open-Wheeler. Da ist das auch nicht so schlimm. Oh Gott. Ich wollte eigentlich das Fahrzeug jetzt hier so rumdriften, aber leichter gesagt als getan. Gut, wir werden hier auch nur auf Schotter fahren mit dem Ding und nicht auf Asphalt.
Weil da fühlt sich das Fahrzeug schon sehr, sehr schwer an auf dem Asphalt. Schotter wird es da doch ein bisschen mehr rumrutschen. Und viel Leistung wird natürlich durch den Schotter auch flöten gehen. Scheiße. Mein neuer Truck ist nicht sehen wir gerade. Wir haben schon, trotz dass jetzt unser eigener ist, schon 3300 Kilometer drauf. Also eigentlich auch noch ein Neuwagen, so gesehen. Da schon eingefahren, ja. Ja, also die Innenanzeige, es tut mir echt leid, ich würde die euch gern bieten, aber war jetzt ein kurzer Leck. Das verwirrt mega, weil die einfach nicht das macht, was sie... Achso, da geht's hoch, ach egal. Nicht das macht, was sie eigentlich soll. Okay, da kommen wir nicht hoch, dann lassen wir's. Also wir kommen schon hoch, wenn wir den richtigen Weg fahren würden, aber... Oh Gott. Nee, also ich muss leider die Sicht... beibehalten. Ja, das kann was werden. Also da müssen wir auf jeden Fall auch eine Trainingsrunde am Anfang machen. Das ist sicher. Ich glaube, das war auch der Schlüssel zum Erfolg dann bei der letzten Etappe. Entschuldigung. Bisschen Staub eingeatmet. Naja, sei es drum. Ich bin auf jeden Fall raus jetzt an dieser Stelle mit dieser Folge. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem gut unterhalten. Ich kann auf jeden Fall versöhnlich abschließen, indem wir die letzte Etappe gewonnen haben, das letzte Event noch gewonnen haben. Auch wenn wir tatsächlich, ja, viele Rage-Momente hatten. Aber ja, es sind ja auch die Rage-Buggies, ja, darf man nie vergessen. Die heißen ja offiziell so hier im Let's Play, also von dem her passt das schon. So, ich versuche hier gerade mal ein bisschen Slalom mit dem riesen Ding zu fahren. Das geht eigentlich gar nicht. Egal, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Dirt 4 hier in der Karriere. Ciao.